Bei Star Wars The Force Unleashed 1. Ja. Mit dabei sind Luke und Dickie. Was spielen wir jetzt eigentlich gerade? Wrath of Prime Fest. Was mache ich denn hier? Ach, ich mach nochmal Hund. Mein neues Spiel. Ja, genau. Ja. Genau, und jetzt lassen wir uns ein neues Spiel starten. Und spielen Hut. Spielen Hut und auf Schüler am besten. Ich will jetzt hier abkacken, ey, Junge. Kein Bock hier abzukacken, ey. Ganze Galaxis, tausende Fabriken und andere Anlagen richten und seine Gewalt der Kriegsmaschinen. Hier könnt ihr mal lesen, dass ihr besser lesen könnt. So, hier könnt ihr auch ein bisschen weiter lesen, bis er. Ja. Jetzt geht mal weg, das schwarze Bild da. Jetzt hat es geblinkt. Und wenn es blinkt, heißt es, dass es gleich losgeht. Auch mein Bein schon wieder. Ah, ich habe mich schon wieder so kacke hingesetzt. Long time ago in Alex. Zweimal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. So perfekt, so. Dun, 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 dun. The Force Unleashed. Zorn des Imperiums. Ja. Du liest vor. Es ist eine dunkle Zeit für die Rebellen. Auch wenn der Todesstern zerstört war, haben die imperialen Truppen die Streitkräfte der Rebellen aus ihrem Versteckenbasis vertrieben und verfolgen sie durch die Galaxis. Ja! Geführt von Luke Skywalker entgeht eine Gruppe von Freiheitskämpfern der gefürchteten imperialen Sternflotte und hat eine neue Geheimbasis auf der abgelehnten Eiswelt Hoth errichtet. Nein! Geführt durch den Geist von Obi-Wan Kenobi versucht Skywalker die Jedi-Fähigkeiten zu meistern. Und bereitet sich auf eine letzte Konfrontation mit dem Sith-Varianten des Imperators, Darkiller, vor. Ja, wir spielen ihn nämlich. Da war gerade deine Hand auf der Kamera. Hör auf. Ein bisschen Spaß muss sein, oder? Ah ja, und wir sind jetzt auch woanders, also wir sind jetzt nicht mehr, filmen jetzt auch nicht mit einer ganz normalen Kamera, wir filmen jetzt mit was anderem. Und dann hat die, ich weiß, unsere letzten paar sind irgendwie doof gegangen, weil wir immer mit der Kamera von seiner Mutter, von Luke, wir nicht immer gefilmt haben. Nicht von meiner Mutter. Achso, das war meine eigene. Achso, ja, die war nicht so gut und manchmal mit seiner, das war halt nicht so gut und so, tut uns natürlich auch sehr leid, aber wir werden es versuchen, in der Zukunft mal nichts zu machen. So. Und ich glaube, jetzt wird es auch ein bisschen bessere Qualität jetzt, weil... Ja, weil wir haben nämlich so ein HD, mein HD-Handy und deswegen... So, jetzt wirft es da genau mal schön sein Lichtschwert, weil das habe ich nämlich nochmal neu installiert hier auf meinem Computer, wollen wir sehen, und haben immer auf seinen gespielt von Luke. Ja, und das ist halt das erste Mal, dass ich Hut auf meinem Ding spiele. Wünsche mir Glück, ne? Würde ich mal sagen. Das aber jetzt nicht schwer. Und okay. Ja, hallo, mein Lord. Hier ist Captain Kina. Ich wurde Ihnen als Kontaktperson zur Angriffseinheit zugewiesen. Seien Sie gewiss, ich bin mit Ihnen bei Zerken angeworben und die Arbeitsmittel werde ich Sie nicht enttäuschen, mein Lord. Hey, guck mal nach Energiekristallen. Hey, es gibt einen richtig geilen, glaube ich. Ich glaube, es gibt einen geilen, der mach mal kurz Lichtschwert an. Lichtschwertmenü einfach. Geh mal auf Lichtschwert. Und jetzt Energiekristall wechseln und dann geh mal auf dem mit. Also erstmal Energiekristall. Nein, nicht den Fachkristall. Okay, ich verwechsel mal. Also, wir haben alle hier. Und jetzt einmal Energiekristall mit Ü. Ach so, ja. Und dann, warte mal, geh mal also, auf. Wir haben alle, irgendwie geil. Können Gegner, warte mal, geh einen weiter. Können Elektron, warte, noch einen weiter. Noch einen weiter. Bewirken gesteigert, der ist geil, den hab ich, der ist richtig geil. Da Blitzangriffe bewirken gesteigerten Schaden und weiter geht's. Jetzt werden wir die Wampas so ganz einfach besiegen können. Gucken so, da sehen wir die Wampas auch ganz einfach.
Hallo, mein Lord. Die Scanner deuten an, dass die Eishöhlen gerade wandeln und ein wenig instabil sein könnten. Sogar beim ersten Versuch geschafft. Und wo sind die Kackwampas? Da sind sie. Sie haben ja letztes Mal versagt, Captain Kina. Ich übernehme die Vollschecken. Ah! Ist er jetzt tot oder nicht? Jetzt ist er tot. Das Holocron bewirft nur Holocron eingesammelt. Den habe ich nicht eingesammelt, das ist doof. Ja, aber wenn man alle hat, dann kriegt man so einen, ach, den brauchen wir eh nicht, ist eh nur Quatsch, alles. Dann kriegt man, wenn man alle hat, dann kriegt man wieder so einen, aber wir haben ja eh schon alle Fähigkeiten, bei immer bei diesem Bonuslevel hat man eh immer alle Fähigkeiten. Stirbt eh gleich. Hey, schmeiß mal den Eiszapfen da runter. Da oben ist so ein Eiszapfen, den kannst du auch einfach auf die Kanone werfen, dann ist sie ganz einfach kaputt. Und zwar mit Blitzen, einfach den Eiszapfen da unten blitzt, da oben blitzen. Guck, dann fällt er einfach runter und ist die Kanone ganz schnell kaputt. Die Kanone, die geht eher alle nachher kaputt, wenn die Rebellen rauskommen. Und ich filme schon wieder total daneben. So, haben wir noch ein Sifolocron. So, aua. Wir haben dieses Level auch schon ein paar Mal durchgespielt. Das ist nicht das erste Mal, wo wir spielen. Ja, schon das 10. Mal oder so. Ja. Ach, stopp, ja. Oder ich schieße und hört auf, eure dämlichen Thermaldetonatoren zu werfen. Kannst du auch mal manchmal nachher mal einen Sniper an hochnehmen, falls du einen findest. Ja, Rebellenelite. Das hier sind nämlich die richtigen Rebelltrupps. Und ich filme hier schon wieder deine Jacke. Stehen bleiben. Ich filme schon wieder total daneben. Ja, guck, der ist total einfach jetzt zu besiegen, weil wir Blitzangriffe mit und weil wir auch Schüler haben. Ja, die Wampas sind natürlich auch einfach hier zu besiegen. Wenn ihr Siegel holt, den tötet die einfach. Ja, ich töte die einfach immer. Hey, warte mal kurz, kann ich mal gleich was richtig Geiles machen? Was denn? Warte, das mach ich. Ich muss erstmal unten alle töten. Sonst geht das nicht, sonst schießen das nerven die total. Ja, Schaden gesteigert. Und Schaden gesteigert ist ja nichts Schlechtes für euch. Also, falls ihr es denkt, doch, das ist ja eh kacke. Ja. Dürfen wir uns auch wieder bewegen? Jetzt dürfen wir uns wieder bewegen. Ja. Ja, muss man den Arsch da hinten töten. Den Arsch wieder. Jetzt ist er tot. Was? Ich stehe unter Beschuss? Seht ihr gleich, wer unter Beschuss steht? Er lebt noch! Machen wir nochmal den Machtdingsbums da? Und dann machen wir diesen. Warte, kann ich jetzt mal kurz? Ja, ich muss erst mal. Ja, mach jetzt mal hoch, warte. Ja, mach du das mal alleine, weil ich kann jetzt nicht extra nach vorne beugen, wenn ich zeig. So, warte mal, ich mach mal kurz auf Pause. Hallo! Wir haben kurz auf Pause gemacht, ich möchte euch was richtig Geiles zeigen lassen. Also sonst nämlich die Sniper nicht nerven nachher. Nämlich die Sniper jetzt nicht nachher nerven. Da habe ich nämlich was richtig Geiles erfunden. Das habe ich zu Hause auch immer gemacht. Diese Kiste nämlich nach oben bringen. Das ist richtig gut. Das könnt ihr auch bei euch zu Hause versuchen, falls ihr dieses Spiel irgendwann habt. Weil dann kommen nämlich die Sniper nicht so nervig. Man kann nämlich diese Kiste nehmen und sie direkt vor diese Tür stellen. Okay. Und dann noch andere Kisten daneben. So. So. Und jetzt gehe ich wieder nach unten. Kann ich jetzt?
Und jetzt, warte. Also nein, mach nicht auf so. Ja, so scheiße. Und dann, musst du jetzt mal das Ding noch ausmachen. Was denn nachher? Ja, ja, aber dann kommen keine Sniper. Ja, ich weiß. Nerven die jedenfalls nicht immer. So. Ihr müsst das hier aufmachen mit dem Machtgriff und dann müsst ihr diese Kiste hier nehmen. Und dann einfach da irgendwie reinwerfen. Dann seht ihr es hier in der komischen Sequenz hier. Jetzt. Guck, es kommen keine Sniper. Sie haben es geschafft, mein Lord. Das Kraftfeld ist ausgeschaltet. Ja, bin ich nicht gerade. Weiß nicht gerade. Der letzte Sniper, der übrig bleibt, nimm ihn mal hoch. Ich will mal sehen, wie der aussieht. Feuer. Zuschauer und bestimmt sehen, wie die schönen Sniper aussehen, weil die sehen richtig geil aus. Die müsst ihr euch. Du wirst bestimmt nachher auch noch einen finden. So, jetzt kommen ein paar von diesen armen Wampas hier, die jetzt eh gleich sterben werden. So. Jetzt, dann müsst ihr das machen, dann geht hier, kommt ihr einfach runter. Jetzt dreh dich nochmal um. Da ist nämlich noch ein schönes Holocron. Habe ihn eh nur Holocron gesammelt. So. Da oben ist ja noch ein Sniper. Den kannst du mal hochheben, weil die Zuschauer bestimmt sehen, wie der so ein geiler Sniper aussieht, oder? Ja, bestimmt. So, wenn ihr hier nicht wisst, was ihr machen sollt, ihr müsst diesen Fahrstuhl hochmachen. Und dann loslassen. Und da einfach nach oben springen. Ah ja, weißt du, was ich einmal mal geschafft habe? In die Tür reinzukommen, ohne dass sie schon zugegangen war da oben. Hä? Ja, und dann, weißt du, als ich drin war, ging sie dann zu und da waren die Rebellen rausgesperrt. Probier's nicht, was du meinst, aber egal. Ja. Also ich zeig dir gleich das, was ich meinte. Einfach ganz schnell zu der... Da bin ich nämlich gar nicht reingegangen. Ich habe nämlich die Rebellen alle ausgeschlossen. Ja, jetzt geht's bestimmt nicht mehr, weil du schon so lange draußen warst. Ja, so ein Sniper wieder. Heb den mal nachher hoch. Einfach. Die Tür da, die habe ich vor... Da bin ich mal reingekommen. Ohne... Also da ohne... Ja... Irgendwo muss noch ein Sniper sein. Hast du noch einen Sniper irgendwo da? Da hast du jetzt alle schon getötet. Ist auch wer, ja, ich hab schon. Oh. Ist doch scheißegal. Ja, wenn die Zuschauer bestimmt mal einen Sniper sehen. Die wissen das eh. Ja, ich zeig nachher noch am Ende. Das, am Ende gibt's ja noch genug Sniper. Hallo. Du da. Oh, mein Süßer. Ja, gleich weiß ich, wo es Sniper gibt. Nach dem Kampf von Luke kommt ja noch einer vor und den tötet mal bisher nicht. Ich möchte mal gerne den Zuschauern mal zeigen, wie so ein richtig geiler Sniper aussieht. Jetzt kämpfen wir gegen Luke Skywalker. Du irrst dich, mein Vater war ein Jäger. Vader hat ihn getötet. Hör auf. Ich sag mal, du willst. Echt, kannst du echt. Ich kann das Gute in dir spüren, ja. Ich kann das Schlechte in dir spüren. Was das einmal sogar beim Kampf von Luke war? So. Nicht abhauen. Och Mann, was machst du denn da nur? Oh, was ist denn das? Nein, dann pass. Ach nee. Ach, das ist einfach so bisschen. Ich
nicht getroffen. Dann kannst du sie einfach runterwerfen, einfach mache ich immer. Warte mal. Okay, bevor wir jetzt durch diese Tür, jetzt die nächste Tür gehen, würde ich sagen, unterbrechen wir einmal diese Aufnahme. Also, wie macht mit euch sein? Servus.